Ich kann wenigstens Force Field. Und für Blinkgate fehlt mir halt noch das Level. Standardize. Gut. Das heißt, er ist Level 21, die beiden hinken noch etwas hinterher. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich halt nicht geguckt habe, wie ich wieder hier rauskomme. So komme ich wieder hier raus. Und bin wieder hier. Gut. Jetzt muss ich herausfinden, ich glaube, das hier war unser Escape Point. Oh, nicht zermatschkert werden. Um wieder in die Horus-Minen zu gelangen. Ja, genau. Und das bringt mich fast dahin, wo ich hin möchte. Ja, die kann ich nicht mehr rausnehmen. Ja, ich bin hier jetzt nämlich. Kann man hier kurz safen? Ja. So. Hier durch, hier zurück muss ich. Da ist der andere Kristall, der uns gerade nicht interessiert. Ich muss nämlich hier wieder raus. Und hier wieder raus und muss... Dumm, 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 noch ein Stück weiter. So, ich muss nämlich zu dem Dämonenkopf, den ich damals gelöscht habe, zurück. Und muss hier den roten Rubin reinstecken. So, das war der erste Schritt. Ah, ich bin wieder hier. Muss wieder zurück. So, in die Volcanic Region. So, und jetzt muss ich herausfinden. Also es sind folgende Edelsteine. Obsidian. Also schwarz-weiß. Jetzt muss ich noch orange finden. So. Rot gehört laut... Rot gehört laut Walkthrough in den Dinger, in denen ich ihn gerade reingesetzt habe. Es fehlen noch die anderen beiden. Also da habe ich Rot reingesetzt und Rot scheint da zu stimmen. Jetzt muss ich nur noch die anderen beiden Köpfe wiederfinden. Und ja, das habe ich auch immer noch nicht geguckt, was davon die Lösung ist.
Also da gehört auf jeden Fall Rot rein. Das war falsch. Das ist nämlich Topaz und ich weiß. Ups. So, war das richtig? Werden wir gleich herausfinden. And the Ancient Gladiator shall reward you. With a Dragon Slayer Shield. On a Hallbeard. Mit dem Dismantler. Und anderem schönen Zeug. Okay. Dragonslayer Shield. Evasion. Und Fire, aber nichts Besonderes. Ancient Armored. Protection. Hm. Ja, die Hellebarde. Kann schon mal weg. Was haben wir hier? Fire Magic. Squall of the Rising Phoenix. Fire Magic. Das ist ein Pyromancer. Wildfire. 10 bis 1000 Schaden. Mit dem richtigen Rune Orb kann ich das sogar verändern. Okay. Gut. Ja. So kann ich das ganze Zeug tragen und es wieder in die in unsere Kammer zurückbringen. Weil der Dismantler, der ist nicht so toll. Höchstens ich könnte Dual wielden, aber Abklingzeit ist halt für beide Waffen gleichzeitig. Falsch. Okay, ich habe jetzt das Muramasa Blade und den Dismantler. Und habe damit das hier auch mal abgeschlossen. Jetzt hole ich mir noch meine Edelsteine wieder. Wie dumm. Ja. Muss ich nur noch gucken, wie ich an den Roten wieder rankomme. Hier raus. Bin ich zwar nicht ganz richtig, aber... Ja. So, fehlt mir nur noch der Rote. Jetzt aber erstmal wieder zurück. Den da könnten wir mal kurz wegpurchen. So. Da macht der uns wenigstens keinen Ärger mehr. Wo ging es da nochmal hin? Achso, da ging es den Raum rein. Hm. So, Rumpelkammer haben wir hier irgendwo gehabt. Genau hier.
Was war denn da alles? Mace. Und du bist unarmed. Blazing Scepter. Na, Feuer. Gut. Oh, noch so eine Shuriken. Die kann ruhig mit. Gut, das heißt... Der Helm kann weg. Der Dismantler kann weg. Der Dark Legion Spear bleibt mal, wo er ist. Enervation Stone. Hm? Das kann weg. Das kann weg. Ja, was macht das nochmal? Das macht Lebens... Ah. Hast du Tough? Ja, du hast Tough. Okay, dann holen wir uns da einen Skillpoint, dass wir das Blinkgate freigeschalten kriegen. Weil dann können wir jederzeit in die Ätherwelt. So. To the beginning of the Etherlands. When the spell expires, the party is immediately back to the original location. Etherward Relix, huh? Okay. Dass wir ganze 10 Minuten in der Ätherwelt bleiben können, das wäre nicht schlecht, wenn wir dann die Ätherwelt erkunden. Okay. Habe ich hier unten Knochen rumliegen? Ist die nächste Frage. Ja, habe ich. Bone Dagger. Nehmen wir auch mal den Bone Dagger mit und Lizard Fangs. So. Dup, dup, dum. Was haben wir hier in der Flasche? Eine Wasserflasche. Ganz ehrlich. Da können wir mal unser ganzes Wasser bunkern. Wasserreserve. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade richtig geschrieben habe. Und ich sollte irgendwann mal gucken, dass ich den Mystery Orb transmutiere. Das mache ich vielleicht offscreen und gucke, dass ich das Beste rauskriege, was ich rauskriegen kann. So, jetzt Fleisch. Tatsache. Philosopher's Stone. Hm. Leben, Energie, Willpower und Echemilor. Ja. Okay, das ist jetzt die gute Frage. Du bringst mir Energy, Stärke und so weiter. Du bringst mir nur Evasion, Energy. Ja, so ist besser. Weil er hat den Orb of Divinity und du hast jetzt den Philosopher's Stone. Damit ist das auch mal abgehakt. Ups. Das wollte ich nicht. Das heißt, das restliche Fleisch kann dann gegessen werden. Ich muss mal gucken, wie ich den Poison Arrow entzaubern kann. Und die beiden Tainted Quarrels. Mhm. Was hatten wir hier gebunkert? Ach, Bomben. So, das heißt, das kann alles hier liegen bleiben.
Ja. So, nächster Schritt ist zurück nach oben zum Great Staircase. Also einfach hier durch.